Sag Kinder, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe ja im vergangenen Video euch schon mal gezeigt, wie man eine Bimi-Mütze näht, ne? So eine schnicke Mütze, warte, ich hole sie mal. Dieses Jude-Teil hier. Und ich habe natürlich noch Stoff übrig. Und wir brauchen ja noch einen Schal dafür, ne? Kinder, das fängt hier gerade an zu schneiden. Ich dachte, wir machen jetzt einfach mal einen Schal. Also, let's go. Gar nicht lang schnacken, einfach anfangen. Wir haben hier zwei Rechtecke. Ich mache es mit dem gleichen Stoff. Ich mache hier nur so einen dünnen für den Übergang, weil Winter ist hoffentlich bald vorbei. Länge 50 mal ungefähr 25, kann man so grob. Ich hatte hier einfach so einen Rest. Ich glaube, das ist nicht ganz 25. Also, ja, völlig Wumpe. Wir sind ja hier bei den Anfängern und wollen einfach nur praktisch so einen blöden Loopschal haben, ne? Das möchte ich hier im Video auch noch mal kurz erwähnen, ne? Für mich ist einfach nur praktisch. Ich stecke nichts fest. Das macht man. Also theoretisch müsst ihr das Ding jetzt feststecken. Es geht auch so, Leute. Ich will nur schnell einen Schal, der gescheit aussieht. Und es geht auch so. Verkaufen solltet ihr es vielleicht denn so nicht. Aber für einen Privatverbrauch, ne, lohnt sich das. Also ihr braucht dafür kein Meister sein. Ihr näht jetzt hier die lange Seite und diese lange Seite. Ganz easy peasy einmal fest. Am besten mit einem elastischen Stich. Also zickzack, wurde mir gesagt. Damit das Kind auch das über den Kopf ziehen kann, ne? So, einmal kurz von hier. Wenn ihr hier die beiden Seiten vernäht habt, dann nehmt ihr am besten mit einer Hand, ne, geht ihr das so rein, greift hier und zieht das nach vorne, dass die schöne auf der schönen Seite innen ist, ne. Ganz easy peasy. Sorry, ich habe hier ein paar viele Faden hängen. Ich habe nämlich einen feinen Faden, ne, der war alle. Das sollte man beachten beim Nähen. Genau, und jetzt legt ihr euch das so, dass ihr hier oben das Runde einmal zunäht. Wenn ihr das hier ordentlich ausgeschüttelt habt, sieht das Ganze so aus. Dann näht ihr jetzt hier oben einmal rum und lasst euch noch eine Wendeöffnung, ne? Weil das wird gleich euer Schlauchschal. Am besten Naht auf Naht, wie sich das hier hört. Einmal so. Hier habe ich ein bisschen zu viel falsch geschnitten, ne? Aber macht gar nichts. Ihr näht das einfach so, dass es ordentlich ist. Zacki, zacki. Das machen wir jetzt. So, hier nochmal von etwas näher. Da ist die Naht. Da ist das Innere. So schaut es aus. Habt ihr hier vier Lagen Stoff. Und hier näht ihr jetzt rum, ne? Aber bitte nicht zunähen. Das hätte von mir nämlich kommen können sonst. So, wenn ihr das jetzt hier vernäht habt, solltet ihr hier eine Wendeöffnung haben. Typ. Da krempelt ihr jetzt alles um. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Ta, 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 ta. So, wo ist der Loop? Da. Zack. Jetzt müsst ihr nur noch die Wendeöffnung schließen. Das machen ja die meisten immer mit dem, wie heißt das, Nahtstich? Nee. Ach, mir fällt der Name nicht ein. Ist auch egal, Fachwörter brauchen wir ja nicht. Wie gesagt, es soll ja auch für jedermann eine Anleitung sein. Genau, hier ist meine Nahtöffnung. Hier an der Seite. Matratzenstich heißt der. Könnt ihr mal googeln, das ist ganz einfach. Das macht man dann aber mit der Hand und ich bin ja faul, deswegen nähe ich das jetzt hier mit der Nähmaschine nochmal zu. Und dann hätten wir schon einen fertigen Loop quasi. So, aber mir gibt es die schnelle Variante, dass Jude ist. Wir drehen das Ding einfach um. Zack, zack. Und schwuppdiwupp ist der Schlauchschal fertig. Was sagt ihr? Also ist ja easy peasy. Das kriegt wirklich jeder Dulli hin. Und Leute, ich bin kein Nähprofi. Aber wie gesagt, sowas super easy kann man mal machen. Und tatsächlich, ich bin ja so ein bisschen sparsam, ist es günstiger gewesen, so ein großes Stück Stoff für Mütze und Schal. Und jetzt könnte ich noch einen Schal und noch eine Mütze machen, zu kaufen für 5 Euro, statt Mütze und Schal zu kaufen für 10 Euro. Also probiert's mal aus, wenn ihr alte Klamotten oder so habt. Ich finde das immer ganz süß und die Kleine freut sich. Und es ist selbst gemacht und wie man auch meint. Ne? Und es ist natürlich von beiden Seiten so, ne? Seht ihr? Also schicki schnicki, kann man mal machen. Super einfach. Ich glaube, man braucht so 5 Minuten. Ich guck mal, ob mir das auch passt. Wartet. Oh, Kinder. Easy going. Kann ich auch mit los.
steppen. Das, oh, mit meinem Rollkragen ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ihr wisst, ne, das kann man dann halt so. Manche tragen es ja so. Ich glaube, das reicht. Man könnte das auch, das haben ja auch immer viele, quasi gleichzeitig als Stirnband benutzen. So, ihr wisst, ne? Manche mögen das ja. Ich könnte es auch einfach falten und dann habe ich hier so ein Stirnband. Also ein Allrounder, Kinder. Super easy gemacht und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.